die erste Aufgabe, die ich dir stelle, ist, dass du einmal am Tag oder von mir aus einmal in der Woche, aber dann macht doch das vielleicht 5-6 Wochen lang, dass du einen anderen Ort aufsuchst, um mit Gott zu reden. Wähl völlig verschiedene Orte aus. An Orten, die noch leer sind, aber bald belebt werden. Mitten in der Natur. In einem alten Gebäude mit viel Geschichte, zum Beispiel in einem Schloss. Im Bus. Im Bus. Zwischen den Tieren. Oder in einer öffentlichen Kirche. Ein Zelt oder einfach ein kleines Eckchen in der Wohnung, wo ich mich zurückziehen kann. Unter dem Nachthimmel. Im Maislabyrinth. Ich sitze auch gerne immer auf dem gleichen Bänkchen. Gerade auch auf einem Hügel oben, wo ich Weitsicht habe. Oder was ich auch mega gerne habe, ist auf einen Jägerstuhl raufklettern und dort mit Gott zu reden. Du wirst schnell bemerken, ob du am vollen Bahnhof stehst, wo die Leute ganz hektisch ihre Züge suchen, oder in einer menschenleeren Altstadt, noch bevor die Läden aufgehen, du wirst ein ganz anderes Gebet führen. Automatisch. Wenn ich an einen Ort gehe, wo ich weiss, ich bin völlig ungestört, gerade zum Beispiel in der Natur draussen im Wald, rede ich auch noch mal ganz anders. Im Bahnhof wird es häufig ein bisschen zu Fürbit. In der Stille wird es häufig intim und persönlich. Ich möchte dich ermutigen, such so Orte auf und entdeck mal, was es mit dir macht. Und für das hock an einen Ort her oder steh an einen Ort her und bist zuerst einfach mal still. Nimm die Stimmung in dir auf, tu deine geistigen Sinne aktivieren und versuch Gott zu spüren in dem Innen, fragen, wo er gerade ist, was er macht. Du darfst ihn auch gerne fragen, über was er mit dir möchte reden. Und dann nimm das Gespräch mit ihm auf. Was macht es mit dir? Wo ist es dir am wohlsten? Wo tut es dir am besten? Wo hast du das Gefühl, kann dich Gott brauchen? Ich würde mega Freude haben, wenn du mir ein bisschen erzählst, was du entdeckst. Mach's gut. Tschüss.